Starterfolg. Schön, dass der Wetterbericht nicht recht hatte. Die Gewinner des 27. Glüsserrader Seifenkistenrenns konnten sich bei Sonnenschein auf dem Siegertreppchen über die Pokale freuen. Nach 4 Rennläufen stand fest, wen die Glüsserrader Weinkönigin Anja die Zweite ehren durfte. Für die 28 jungen Fahrer galt es am Sonntag, als schnellster über die Ziellinie zu kommen. Dabei diente ihnen die Kreisstraße als Rennstrecke. Mit bis zu 50 Stundenkilometern ging es immer paarweise bergab Richtung Mosel. Angetrieben von ihren Familien neben der Strecke versuchten die Fahrer, Hundertstelsekunden herauszuschinden. Mit Brille und Helm geschützt, duckten sie sich tief in ihre bunt bemalten Seifenkisten. Nur die aufmerksam geöffneten Augen schauten über den Rand des Gefährts. Manche durchfuhren die knapp 300 Meter lange Strecke gar auf dem Rücken liegend, um der Luft möglichst geringen Widerstand zu bieten. Das Rennen war ein Vorlauf zur deutschen Meisterschaft, ein Wertungslauf LSV Südwest und auf den Sieger des Tages wartete der Pokal der römischen Weinstraße. In der Juniorklasse siegte der 11-jährige Nico Barth, bei den Senioren gewann der 14-jährige Marcel Schneider aus Glüsserath. Die Faszination ist also der Familiensport in meinen Augen. Die ganze Familie fährt Sonntag für Sonntag zu Seifenkistenrennen. Und was können wir besser machen in der Familienpolitik, als dass ganze Familien ganze Sonntage lang ein Team bilden. Und nach jedem Rennen heißt es, die Seifenkisten gemeinsam wieder nach oben ziehen.